Ich mach dich gesund. Und ich mach dich reich. Esst möglichst unverarbeitete Produkte, denn jeder Verarbeitungsschritt in der Lebensmittelindustrie kostet Mikronährstoffe. Zum Beispiel dieser Apfel. Der hat noch viele Mikronährstoffe. Aber wenn ich den jetzt schäle, stückel, koche, einfriere, dann wieder frittiere, entsteht so eine Apfeltasche daraus. Und die hat natürlich relativ wenig an Mikronährstoffen noch, was sie ursprünglich mal hatte. Diese Apfeltasche ist 50 mal so teuer wie dieser Apfel. Wenn man davon ausgeht, dass die klassische Apfeltasche 1 Euro kostet, ist 80 Gramm schwer, vergessen alle, dass da ja lediglich 23% Äpfel drin sind. Und wie viel kostet 1 Kilogramm Äpfel? Kriegt man ja teilweise schon ab 1 Euro. Das heißt, du kriegst für 1 Euro 80 Gramm Apfeltasche oder 1 Kilogramm Apfel. Damit bist du natürlich viel länger satt, musst weniger kaufen und so, aber das ist ja was für Doc Felix. Ich bin ja Business Felix, ne?